Ihr habt vollkommen recht, Tennistraining sollte nicht so lange ausfallen. Deshalb machen wir neben digitaler Schule auch digitale Tennisschule. Ich habe mein etwas rottes Stativ gerade aktiviert. Das wird es noch tun. Das Wetter ist natürlich jetzt, wo ich mich entschlossen habe, rauszugehen, rapide schlechter geworden. Vollkommen egal. Ihr kennt mich. Wir machen ein Programm, je nach Alter. Vollkommen Schnuppe. Und ja, Mara, es hat mit Tennis zu tun. Also mach bitte weiter. Cora, Nora, dranbleiben, ne? Schön, Vorhand und so weiter. Wir machen ein Training, nicht nur für meine Trainingskinder, sondern für alle Trainingskinder. Und ja, wir können nicht Tennis spielen, aber wir machen ganz viele Übungen, die uns hinterher helfen, besser Tennis zu spielen. Ich habe alles geholt. Ich habe einen Platz gefunden, nämlich unseren Vorgarten quasi. Und ich hoffe, ihr habt zu Hause eine Auffahrt, einen Vorgarten, einen Garten, vollkommen Schnuppe. Als nächstes überlege ich mir auch was für drinnen, aber das wird schwieriger, besonders für die Nerven eurer Eltern. Also heute gibt es ein paar Übungen für draußen. Das erste Programm ist für die Kleineren. Wir machen Übungen, die ihr kennt, vielleicht auch neue und alles, was hinterher, was wir auch auf dem Platz machen würden. Und was euch noch besser macht hinterher beim Tennisspielen selber, auch wenn wir gar nicht Tennis spielen. So, der liebe Gott hat sich ganz so gut gemeint. Wir haben wahrscheinlich viele Windgeräusche und ich werde ständig die Nase hochziehen. Ich bitte mir das nachzusehen, weil es einfach windig und kalt ist. Also bitte nicht nachmachen. Ein paar Sachen vorab. Ganz wichtig, ich vergesse es immer. Ja, ich weiß, Trinkpausen. Also bitte was zu trinken dabei. Und macht es mit eurer Familie, wenn ihr Freunde dabei haben solltet, was zurzeit eigentlich nicht der Fall sein soll. Aber wenn, bitte achtet auf Abstand. Und ja, denkt dran, wir wollen uns bald wieder auf dem Platz sehen. Also, ich fange jetzt an. Wetterbedingt können wir heute zwei, drei Sachen nicht machen. Einmal die mit dem Wasserball, der geht nämlich dann sofort zu den Nachbarn. Und das Zweite, auf das ich heute erstmal verzichte, ist das Tennisnetz. Aber ihr werdet wahrscheinlich auch keins zu Hause haben. Also deshalb machen wir heute nur die Übungen, die ihr auch mit anderen Sachen ersetzen könnt. So, ich habe eine Position gefunden, wo ich stehen kann und wo ich eventuell auch gleich ganz drauf bin. Ihr wisst, warm machen, ganz wichtig. Und ich konnte den einen und die andere ja begeistern für Springseil springen. Ja, meine Gruppen, die in letzter Zeit gesprungen sind, werden sich erinnern, wen ich wohl meine. Wir starten mit 50. Ihr macht 50. Wer es nicht so kann, die nächsten Wochen üben. Okay, wer die 50 hat, immer wieder neu ansetzen. Alle 50, ihr wisst, ich sehe es genau. Jetzt sind wir ja schon warm, das heißt, was machen wir? Wir machen kurze Sprints. Wie? Zeige ich euch. So, ich habe ja meine Hütchen. Also, wir nehmen uns eine Strecke. Die hier ist Auffahrt lang. Wow, noch nicht ganz. Bis da. Wer jetzt denkt, der ist raus aus der Nummer, weil er keine Hütchen hat? Kreide geht auch. Also. Wir sehen nur das eine Hütchen. Ich demonstriere trotzdem, was wir machen. Wir starten ab Hütchen 1, laufen zu Hütchen 2. Tippen an, laufen zurück zu Hütchen 1. Die ganz gut Ausgestatteten unter uns haben Eltern, die mit einer Stoppuhr daneben stehen. Die anderen machen es eventuell gegen ihre Geschwister oder wer gerade noch da sein darf. Das war mega schnell, klar. Okay, also ihr macht das und tippt fünfmal. Da hinten bei Hütchen 2 und logischerweise dann viermal, es sei denn, ihr tippt beim Start schon, das wäre natürlich vorbildlich. Dann auch bei Hütchen Nummer 1 und nehmt die Zeit. Ich bin auch überhaupt nicht außer Atem. Da ich gerade diesen fantastischen Kamerawinkel gefunden habe, der beide Hütchen
ins Bild bringt, werde ich das mal kurz aufstocken und zu unserer nächsten Übung kommen. Okay, wer keine Hütchen und keine Kreide hat und denkt, er kann das jetzt nicht machen, Quatsch, sucht euch irgendwas, Steine, Dosen, Flaschen, keine Ahnung, irgendwas und los geht's. Wie ihr seht, das ist bei mir noch ausbaufähig. Ich bin gespannt, wie ihr das nachher drauf habt. Ich habe 2-3 Wochen habt ihr Zeit, das zu trainieren und mich so richtig, richtig vorzuführen das nächste Mal. Ich trete selbstverständlich gegen jeden von euch an. Ich übe das jetzt gleich mal weiter. Wie oft ihr das machen sollt, wenn ihr es gegeneinander macht, immer einmal hin, einmal zurück und das 3-mal. Ansonsten macht ihr das wieder 5-mal hin und her. Und die Hütchen, die sich hier gerade vom Acker machen, die dürft ihr natürlich dabei nicht umschmeißen. Das ist die Challenge. Ich denke, heute ist Tag des Hütchens und deshalb die nächste Übung auch wieder. Wir machen sie sonst ganz oft am Anfang, um unsere Geschicklichkeit und die Handhabung von Ball und Schläger zu trainieren. Genau das machen wir jetzt auch. Also. Ich habe gerade festgestellt, mit roten Bällen ist das schwierig. Ich hole mal kurz einen anderen. So, ihr habt gesehen, damit werdet ihr euch A, interessant machen und B, übt das. Das war die erste Runde mit Aufticken. Die zweite Runde, gerade für meine Mädels, die das sehr gerne machen. Ja, ich weiß, meine Haare sitzen nicht. Hier, der. Auch das. Einmal darauf achten, den Ball oben zu halten, dass hier keiner sieht. Und zum anderen die Hütchen nicht umzurennen. Also los. So, ihr seht, das kann und muss man üben. Ganz wichtig, also wieder, sucht euch irgendwelche Hindernisse und weiterhin oben. Das ist übrigens die heutige Challenge. Jeden Tag wird es eine Challenge geben. Jeden Trainingstag. Das ist die, wie oft kann ich den Ball hochhalten. Wenn ich meinen Trainingskindern glauben kann, dann können die das hunderte von Malen. Also alleine das wird euch wahrscheinlich 10 bis 20 Stunden am Tag beschäftigen. Aber ich will, Hand aufs Herz, ehrliche Zahlen. Also, wer wird der Ball-Hochhalt-King oder die Queen dieser Woche? Wie oft könnt ihr das machen? Und die nächste Frage, wann fällt dann der Arm ab? So, ihr seht hinter mir eine Hauswand. Diese Hauswand gehört nicht mir. Aber ich habe mir überlegt, man kann Kreide ja auch wieder abwaschen. Ich werde jetzt ein Tor darauf malen. Die Tore kennt ihr. Ich habe sie sonst am Netz montiert und ihr müsst durchschlagen. Also, wir machen uns unser eigenes Tor. Wenn ihr die Möglichkeit habt, bitte fragen. Also beschmiert nicht irgendwelche Hauswände oder so. Unser Katrin hat es gesagt. Katrin hat extra darauf hingewiesen, dass man das eigentlich nicht darf. So. Also Kreide haben wir jetzt gelernt, sollte man immer im Haus haben. Vielleicht sollten die ganzen Menschen, die so viel Klopapier kaufen, darüber mal nachdenken. Und die Hauptsache ist, dass euer Tor von euch zu sehen ist. Ihr könntet auch zum Beispiel was ausschneiden aus einem alten T-Shirt oder was ausschneiden aus Papier. Ich bin sicher, ihr seid kreativ. Und jetzt kommt das, was kommen musste. Wir nehmen uns Schläger, Ball und versuchen mit einwandfrei vorbildlicher Vorhandhaltung dieses Tor so oft wie möglich zu treffen. Challenge des Tages hatten wir schon, keine neue Challenge, einfach nur eure eigene Herausforderung, besonders viele Bälle in das Tor zu spielen. Keine Ahnung, wie das ausgesehen hat, hat auf jeden Fall ziemlich Spaß gemacht. Ja, auch mir. Lauter schöne Vorhände in die Knie gehen, durchschwingen und versuchen rhythmisch immer gleich. So, so nicht. Also das sollte nur zeigen, wie. Wenn ihr das gemacht habt, wie lange?
solange ihr Lust habt. Aber auf gar keinen Fall unter 10 Minuten, ist ja logisch. So, wahrscheinlich weiß der ein oder andere jetzt zu schätzen, dass er Geschwister hat. Wer welche hat, der drückt dem Geschwisterkind einen Schläger in die Hand und ihr macht genau dasselbe. Ihr spielt, nö, ihr braucht gar kein Netz, ihr spielt einfach so hin und her und erinnert euch immer an meine Worte. Vorhand, Knie, Schwingen, alles das. Und wenn ihr sie kurz vergesst, egal, Hauptsache ihr spielt miteinander und bitte achtet auf umliegende Fensterscheiben, vorbeikommende Menschen, die wahrscheinlich eher in eurem Vorgarten nichts zu suchen haben, aber achtet auf alles das, was zu Bruch gehen könnte. Und wenn ihr das hinterher schafft, dass ihr wirklich nichts großartig zerstört habt oder so, dann seid ihr wirklich richtig, richtig gut davor, also richtig gute Tennisspieler zu werden. Und das war jetzt der Anfang, das war spontan überlegt. Ich werde mir für morgen was anderes überlegen, also ein anderes kleines Programm. Und auch für die Großen ein bisschen mehr Athletiktraining und ja, wir alle lieben den Aufschlag. Mal gucken, wie man zu Hause jetzt die Zeit nutzen kann, den ungeliebten Aufschlag ein wenig mehr lieben zu lernen. Bitte bleibt gesund. Ich freue mich, dass wir uns bald wieder auf dem Platz sehen. Bis bald.